Hallo liebe Tabletop-Freunde. Moin. Große Frage. Was ist das denn? Dennis, wie ich, Punkt, Punkt, Punkt. Was soll das denn? Ganz einfach. Ich habe mir überlegt, ich mache einfach mal ein paar Videos, in denen ich zeige, wie ich, sagen wir mal, meine Minis bemale oder wie ich meine Bases gestalte. Nicht deswegen, weil ich meine, dass ich so super toll bin oder dass es super krass wird oder weil ich das so mega toll kann, sondern einfach, weil es immer wieder mal vorkam, dass Leute mich gefragt haben, sag mal, wie machst du das denn? Wie bemalst du das? Wie baust du das und das? Und ich mir gedacht habe, bevor ich das jetzt großartig theoretisch erkläre, zeigst du den Leuten das doch einfach. So, und da ist die Frage, was liegt da näher? Als, Videos machen, genau. Und so kam ich einfach auf die Idee, doch mal ein bisschen was aufzunehmen und dann euch mal zu zeigen, wie ich das mache. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was der ein oder andere mitnehmen kann. Was in Deutsch, egal. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Es kommen immer wieder mal welche. Wir werden auch sehen, wie sich mit der Zeit so die Videos entwickeln. Ja, jetzt ist es am Anfang ein bisschen holprig noch, aber das gibt sich. Ja. Kriegen wir hin. Aber wie gesagt, mal gucken. Vielleicht ändert sich das Format. Ich weiß es noch nicht. Ne. Erstmal fangen wir an. Guckt es euch an. Ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Kommt bald, schaut rein und wir sehen uns. Tschö. Ja, alles klar. Das erste Video. Mal schauen, wie das so wird. Von vornherein, ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft ich sage. Wer weiß, wie oft das so beim ersten Video passiert. Das wird sich mit der Zeit noch irgendwie einpendeln. Schauen wir mal. Könnt ihr unten die Kommentare schreiben. Ist bestimmt ganz lustig. Also, was möchte ich hier zeigen heute? Ich wollte heute mal hier zeigen, wie ich meine Minis vorbereite, um sie dann später zu bemalen. Das, was ihr hier seht, sind die Sachen, die ich dafür brauche, die ich dafür nutze. Das ist zum einen die Mini an sich, die bemalt werden soll. Eine Büroklammer, ein kleiner Seitenschneider und ein Handbohrer. Handbohrer immer gut, kann man immer super benutzen. Ne? Braucht man. Ja, wäre nicht schlecht, wenn man ihn hat. Sagen wir es so. Also, was mache ich? Wie ihr seht, ist die Mini nicht auf die Base geklebt. Das liegt daran, dass ich die Minis ganz gerne unabhängig von der Base bemale, beziehungsweise die Base auch unabhängig von der Mini gestalte. Bietet mir persönlich mehrere Vorteile. Ich kann die Base so gestalten, wie ich das möchte. Natürlich auf Hinblick auch der, in dem Fall jetzt, Beinpositionierung des Modells, muss man sich natürlich ein bisschen mit der Gestaltung schon beschäftigen, der Base, damit man nicht irgendwas dahin baut, wo die Mini nachher einfach nur doof drauf aussieht, weil die da eigentlich gar nicht drauf stehen könnte. Deswegen immer schauen, dass es so ein bisschen passt, aber das ist, ich denke mal, jedem selber belassen. Das werde ich aber auch nochmal in einem anderen Video zeigen, wie ich das mache. Dann bietet es mir den Vorteil bei den Minis an sich, dass ich die Figuren so bemalen kann oder an Stellen rankomme, wo ich normalerweise nicht hinkommen würde, wenn ich die Miniatur auf eine Base schon draufgeklebt hätte. Wie zum Beispiel die Beine an sich, ja, die Innenseite davon, aber auch der Schritt zwischen den Beinen, ja, wo man doch da mit dem Pinsel schon mal Schwierigkeiten hätte. Muss nicht unbedingt sein, aber ich habe mir das so angewöhnt, ich mache das so und das ist einfach meine Art und Weise, das zu machen. Ja, ja, wie geht's weiter? Was ich hier, wie gesagt, für nutze, sind Büroklammern, der Seitenschneider und der Bohrer. Mit ein bisschen Rumprobieren habe ich dann herausgefunden, dass der beste Bohrer dafür, zumindest die beste Größe des Bohrers, ein 0,8 mm Bohrer ist. Ja, mit diesen 0,8 mm Bohrern kriegt man nachher den idealen Durchmesser des Bohrlochs für die Büroklammern hin und kann dann damit arbeiten. Büroklammern nutze ich auch zum Stiften von Armen oder von, sagen wir mal, umgebauten Waffen. Da kann man es auch ganz gut immer benutzen. Deswegen da immer gut. Die haben in der Regel auch immer den gleichen Durchmesser. Ich hatte bisher noch nie irgendwie eine abweichende Büroklammer. Wahrscheinlich ist das eine deutsche Norm. Ne? So wie alles in Deutschland irgendwie genormt ist. Genau, was mache ich jetzt?
Und wie präpariere ich die Mini, damit ich die gleich so nutzen kann, wie es mir am besten gefällt? Ja, das ist ganz einfach. Ich schaue mir die Füße der Miniatur an. In der Regel sind es die Füße. Wir gehen mal hier von einem, ich sag mal, Infanteristen aus. Und schaue mir die Füße, wie gesagt, ganz genau an. Ich habe jetzt bei dem Modell einen Fuß, der ganz flach auf dem Boden steht, mit der kompletten Sohle. Der rechte Fuß, der steht ein bisschen, der verlagert das Gewicht eher vorne hin, ja, auf die Zehen und die Fußballen vorne. Wenn ich mir das Material jetzt anschaue, dann sehe ich, dass ich da nicht so viel Dicke habe, weil ich vorne nur die Fläche habe, wo der Fuß aufgeklebt wird, bis zum Spannen des Fußes. Ja, und das ist nicht wirklich dick. Wenn ich jetzt hier hinten an der Ferse reinbohre, dann würde ich die Büroklammer nachher sehen, wenn ich die Miniatur auf der Base befestige. Da komme ich aber dann später dazu, warum dies so ist, und erklärt auch nochmal meine Entscheidung jetzt, mich bei solchen Modellen immer an den Fuß zu halten, wo die Fußsohle komplett auf der Base nachher aufliegt. Und das wäre dann in dem Falle der linke, der, wenn man das Modell hinstellt, ich nehme die Sachen mal zur Seite, dann nachher flach auf dem Boden steht. Ich glaube, das kann man jetzt nicht unbedingt so gut sehen. Ich drehe es mal eben. So, hier könnte man jetzt sehen, dass dieser Fuß ganz flach auf dem Boden aufliegt, wobei der rechte Fuß, na, da ist es hier ein bisschen wenig, eher das Gewicht nach vorne verlagert und deswegen auf den Zehen und auf den Zehenballen steht. Deswegen nehme ich den linken in dem Falle, wo der Fuß flach aufsteht. Der Bohrer 0,8 mm. Meine sind jetzt von Proxon, ist keine Werbung, ist jetzt einfach nur die Marke, die ich hier im Baumarkt da gefunden hatte. Es gab mal andere, die waren ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt diese hier genommen, mein Gott, ja, die halten eigentlich relativ lange, da sind immer, in der Regel sind immer drei Stück drin. Und ja, genau, jetzt fangen wir mal an. Ich nehme also das Mini, in dem Falle, wie gesagt, den Fuß mit der flachen Sohle, und suche mir die Stelle aus, wo in der Höhe her gesehen das meiste Material ist. Hier vorne ist relativ flach gehalten, Sohle und Spann, hier wo die Zehen sind. Hier wird es ein bisschen dicker. Ich drehe das mal so, jetzt kann man es besser sehen. Hier wird es ein bisschen dicker, hier Zehenspitzen, und hier hat man einfach schön Material am Bein an sich, am Unterschenkel, um da reinzubohren. So, ich bohre immer jetzt hinten an der Ferse. Ferse relativ mittig und in dem Falle einfach mal reinbohren und mal schauen, wie weit wir so kommen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Brauchen auch gar nicht wirklich viel Druck. Die Bohre sind relativ scharf. Schauen wir doch mal. Ja, das sollte eigentlich genügen. Dann machen wir das hier sauber. Das drehen wir raus, das brauchen wir nicht, und schmeißen das weg. So, das war es auch mit dem Bohrer fürs Erste. Jetzt kommt die Büroklammer. Die biege ich mir auf. Ich bin bei solchen Sachen ein kleiner Monk. Deswegen habe ich diese Zange. Ich biege mir die immer ganz gern ein bisschen gerade. Das ist schöner, weil ich die Büroklammern auch, wie gesagt, zum Stiften benutze. Und so habe ich immer ein relativ gerade Stück, das ich dann ganz meinem Bedürfnis entsprechend abzwicken kann, um dann Teile davon zu verwenden, um halt gewisse Bits, ja, zu stiften einfach. So, das ist relativ gerade, das ist okay, das kann ich mit der Zange besser als mit den Fingern. Da hat man besseren Halt, da kann man mehr Kraft ausüben. Es muss aber nicht gemacht werden, ja, es ist nicht zwingend notwendig. Man kann jetzt mit den Fingern an den Enden mal rübergehen und fühlen. In dem Falle sind sie relativ glatt. Mit dem Fingernagel kann man es auch fühlen. Manchmal haben die eine leichte Schräge drin. Und dann zwicke ich mir die, ich sag mal, 1-2 mm vom Ende ab, um eine schöne Fläche zu haben, um die dann versenken zu können. Aber in dem Falle spürt man eigentlich so gut wie keinen Grat, und deswegen lasse ich die jetzt so, wie sie sind. Von der Länge her, ja, ich würde die ganze Büroklammer nehmen.
Also haben wir das hier. Ich zeige mal eben kurz, wenn jetzt hier ein Grad wäre, dann würde ich mir diese Stelle hier einfach abzwicken, weg damit. Und es ist alles schön glatt. Das passt. Allerdings vorsichtig, sehr scharfkantig. Wenn man sich da sticht im Finger, das blutet wie Sau. So, was brauchen wir noch? Habe ich vergessen rauszuholen. Der Sekundenkleber. Hervorragend. So, jetzt passiert Folgendes. Ganz kleines bisschen, nicht zu viel, auf das Bohrloch geben. Ich schaue mal eben, ob man das sehen kann. Da. Hier, da, jetzt. So, Mensch, guck doch mal hin, richtig. So, da ist der Kleber. Die Büroklammer. Und die einfach jetzt in das Loch versenken. Alles klar. Das ist das Ergebnis. Ne? Nichts Besonderes, aber kommen wir gleich zu. Sekundenkleber wieder zumachen. Wegpacken, damit die Blagen das nicht kriegen. Zahn weg, brauchen wir nicht. Alles klar. So. Wenn das hier getrocknet ist, können wir zum Grundieren kommen. Die habe ich schon mal vorbereitet. Die sind hier. Was ist das? Das ist ein Stück Styrodur. Kennt man vom Plattenbau, wie ja, Plattenbau. Kann man sich Spielfelder raus machen. Kommt ja eigentlich vom, von den Baustellen her als Dämmmaterial auch. Kennt eigentlich jeder. Ich benutze die Teile ungefähr in der Größe oder kleiner, in verschiedenen Formen, rechteckig meistens, um da meine Modell dann nachher drauf zu positionieren und zum Trocknen drauf zu stechen. Und dafür ist dann auch diese Büroklammer wieder gut. Hier habe ich das mal gemacht, 5 Stück. Das wird ein 5-Mann-Trupp Intercessors Primaris für meine Space Wolves. Das gleiche auch mit den Köpfen. Einziger Unterschied bei den Köpfen ist, dass ich diese nicht klebe, weil ich diese dann später von der Büroklammer einfach schneller runter bekomme. So. Hier sieht man auch schon, wofür ich diese Styrodur benutze. Ich steche da die Büroklammern einfach rein und somit können die Minis hier zum Trocknen positioniert werden. Wenn die jetzt gerade gesprüht sind zum Grundieren, oder aber wenn die getuscht werden oder generell Farbe aufgetragen wird. Dafür nutze ich diese Technik hier. Man kennt es oder man hat es, oder der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, dass die Köpfe auf Zahnstochern aufgespießt werden. Kann man natürlich auch machen. Ich finde die Variante hier besser, weil es einfach stabiler ist mit der Büroklammer. So, jetzt haben wir die hier grundiert. Man kann sie auch wunderbar zum Grundieren hier an den Büroklammern festhalten und dann sprühen. Hat den Vorteil, man hat ja vorher keine Base. Finde ich auch immer recht widerlich, wenn man dann Minis, die auf einer Base geklebt sind, grundiert und besprüht und man hält diese fest. Man muss ja doch schon mal ein bisschen rumgreifen, muss die Mini neu positionieren und im schlimmsten Fall sprüht man den Rand der Base an und man greift rum und greift in die frisch gesprühte Grundierung rein. Das klebt dann nachher ohne Ende und sieht auch nicht wirklich schön aus am Rand. Deswegen nutze ich also, wie gesagt, diese Variante hier, um die Minis an der Büroklammer festzuhalten, um sie dann zu grundieren. Das ist eigentlich hier die Art und Weise, wie ich meine Minis grundlegend vorbereite. Nachdem die dann grundiert sind, schaue ich mir die Grundierung an sich nochmal an. Ich habe bei meinen Space Wolves eine Technik benutzt, um die Panzerung zu machen. Und zwar werden bei mir alle Minis, alles was Fußvolk ist von den Space Wolves, trocken gebürstet. Nicht wie, ich sag mal, Servorüstungen an sich eigentlich bemalt werden. Viele bemalen hier einfach flach,
bemalen alles und tuschen dann später. Das mache ich nicht. Das heißt, ich arbeite also mit der Grundierung, Altschattierung und werde diese dann trockenbürsten. Dafür ist jetzt wichtig zu schauen, ob denn auch die Grundierung überall hingekommen ist. Und dann gibt es immer wieder Stellen, wo man dann sieht, na, da passt es nicht so ganz. Wie jetzt hier zum Beispiel, da am Arm dazwischen. Weiß nicht, na, sehen kann man es nicht wegen dem Licht. Aber es sind diese kleinen Stellen, wo einfach keine Grundierung hinkommt. Das heißt, ich gucke mir jede Mini an, wo noch Farbe hin müsste. Hier zum Beispiel an der Hüfte. Da ist nichts, also nur ganz schwach. Das ist mir allerdings zu wenig, weil wie gesagt, wenn ich die Modelle trockenbürste, würde ich da mit dem Pinsel eh nicht hinkommen. Und da wären dann nachher die Schatten. Und wenn die nicht richtig ausgearbeitet sind, dann funktioniert das Ganze nicht. Zumindest nicht mit dem Schema, wie ich mir das dann vor etlichen Jahren dann mal angeeignet habe bei den Space Wolves. Was ich jetzt mache ist, ich sprühe nicht nochmal. Das wird die Sache dann nachher zu dick machen, sondern ich bemale die nochmal. Ich stelle die mal eben weg. Und dafür nehme ich die hier. Viele schimpfen über die Farben. Das sei, ja, vielleicht sogar das sei Müll. Ich finde sie ganz gut. Zumindest benutze ich diese Rebel Aquacolor Farben ganz gerne, um die Grundierung nochmal nachzuarbeiten, wie ich es jetzt gleich machen werde. Da ist ein bisschen mehr drin als in den GW-Farben, die ich eigentlich benutze. Ja, auch da heißt es natürlich, die anderen Farben oder als gelbe Farben, die seien besser. Das mag auch so sein. Ich habe mich an die GW-Farben irgendwie gehalten und arbeite mit denen am liebsten. Die Rebel Aquacolor-Farben nehme ich zum einen dafür, um schwarz zu malen, gerade das Schwarz von diesen hier gefällt mir besser als das Schwarz von GW, weil es ein bisschen matter ist. Und ja, es ist einfach ein anderer Schwarzton. Ne? Schwarz ist ja nicht gleich schwarz. Das heißt, hiermit werde ich jetzt erstmal die Modelle nachbearbeiten und werde jetzt erstmal alles vorbereiten, sodass wir dann gleich das nochmal uns anschauen können, wie ich denn damit dann arbeite. Ne? Also, ich baue mal hier um. So, da haben wir alles. Soweit schon mal hier. Palette, das ist ein Deckel von Wattestäbchen. Nehme ich immer dafür her, wenn so, ja, wenn ich größere Mengen an Farbe verarbeite. Ne? Unser Schwarz. Und Pinsel. Nichts Besonderes in dem Falle. Da geht es mir einfach nur darum, jetzt nochmal das Schwarz aufzutragen, um die Stellen zu erreichen oder zu bemalen, die bei der Grundierung ja nicht wirklich was abbekommen haben. Hier reicht mir persönlich auch diese Farbe, also eine Acrylfarbe, aus, weil ich ja damit Stellen bemale, die in der Regel nicht wirklich viel Grundierung abbekommen hatten. Das sind immer diese Stellen, die in Ecken sich befinden, wo man nicht wirklich mit dem Pinsel hinkommt, zumindest nicht beim Trockenbürsten. Deswegen besteht da meiner Meinung nach nicht die Gefahr, dass man durchs Trockenbürsten die Acrylfarbe von dem blanken Kunststoff wieder abreibt. Ja, was anderes wäre es jetzt, wenn ich die Außenseite eines Beines hätte, sagen wir das Schienbein, bei den Servorüstungen, die ja relativ große, glatte Fläche darstellen. Da sollte meiner Meinung nach schon die Grundierung drauf sein. So, wir fangen mal an. Ich fange mal an, nehme mal eine von den schon grundierten Minis. Das ist jene hier. Und schaue jetzt mal, wo habe ich denn nicht richtig gesprüht. So, das sehe ich. Außen passt alles, aber es gibt hier hinten, hinterm Rückenmodul, gibt es so ein paar Stellen, wo es nicht wirklich alles hingekommen ist. Und auch hier vorne, Entschuldigung, Hickser, und auch hier über dem Gürtel. Also fangen wir mal an. Die Farbe, ich verdünne sie mir schon relativ stark. Es soll allerdings nachher keine Tusche werden, sondern soll schon noch deckend sein. Allerdings nicht so sehr,
dass es, also nicht so dick nachher, dass ich mir die ganzen Details dann damit wieder zuklatsche, weil das ist ja nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte ja nur nochmal eine zusätzliche Grundierung in Anführungszeichen haben, beziehungsweise die Stellen schwarz machen, wo die eigentliche Grundierung nicht hingekommen ist. Das sind, wie gesagt, die Stellen in der Regel, die eher verdeckt sind. Ja. So. Schauen wir doch mal. Da haben wir alles. So. Ich bepinsel dann auch Stellen, die schon grundiert sind, recht dünn. Einfach deswegen, damit das Ganze so ein bisschen ausläuft und man nicht eine Stelle hat, wo die neue Farbe, also jetzt hier diese zweite Grundierung, sag ich mal, drauf kommt und dann nachher Kanten bildet, sondern verstreicht die so ein bisschen und blende die sozusagen aus auf der Mini. Natürlich da, wo schon grundiert ist und da, wo die Grundierung auch wirklich hält, nur ganz dünn verstreichen, sodass die nicht wirklich ins Gewicht fällt von der Farbdicke her, von der Schicht. So. Gucken wir mal. So, alles erreichen. Ja, ich denke, das sollte es gewesen sein. Was die Stärke der Verdünnung angeht, würde ich jetzt ganz gerne dazu sagen, wie stark an sich, aber das ist halt wieder so eine von den Geschichten, die man selber ausprobieren muss. Ja, klar, wenn ich jetzt sage, es sollte noch deckend sein, dann ist die Frage, na, wie deckend, das ist immer relativ zu sehen. Wie gesagt, es soll keine Tusche werden, aber es soll noch ja auch nicht zu dick sein. Das ist eine Sache, wie gesagt, des Ausprobierens. Da müsste man sich dann mal dran setzen und mal schauen. So, da ist ein bisschen zu viel Farbe drauf. Und die nehme ich dann auch wieder mit dem Pinsel weg. Gerade an der Hüfte. Da soll es ja sich nicht sammeln. Oder die Farbe sollte sich generell jetzt nicht in den Rillen sammeln, damit die dann nicht zu dick eintrocknet und mir dann da die Details versaut. Also ich schaue jetzt immer noch mal, wo ist noch zu viel Farbe. Nehme diese mit dem Pinsel auf, verreibe die, oder was heißt verreiben, verstreiche die. So. Und dann habe ich im Endeffekt einmal eine komplett schwarze Mini, einmal komplett schwarz grundiert. Dann sehe ich noch was. So. Und wie gesagt, warum mache ich das hier so akkurat? Oder versuche das akkurat zu machen? Weil es für mich, für meine Technik nachher, um zu bemalen, einfach wichtig ist, dass gerade die Stellen, die relativ schwer zu erreichen sind, doch sehr dunkel sind, weil man ja beim Trockenbürsten versucht, dadurch auch die Schatten zu erhalten. Und dafür wird es ja gemacht und dafür muss die Grundlage passen. Tja, das war's. Wir lassen es jetzt trocknen und dann geht's demnächst weiter. Also, bis denn. Tschüss.